des David Engel-Buzeder. Ö1 Journal Panorama. Schönen guten Abend. Albinismus ist ein Gendefekt, bei dem Pigmente, also Farbstoffe im Körper, fehlen. Betroffene haben blonde Haare, weiße Haut und helle Augen. Im südafrikanischen Land Sambia hat einer von 2000 Menschen Albinismus. Zum Vergleich, in Europa ist es nur etwa einer von 17.000. Menschen mit heller Haut haben im südlichen Afrika kein leichtes Leben. Sie gelten als verwunschen oder gar als Geist. Sie werden diskriminiert, gemobbt, manchmal sogar attackiert oder ermordet. Ihre Körperteile werden verkauft, weil ihnen Wunderkräfte zugeschrieben werden. Die meisten Afrikaner und Afrikanerinnen mit Albinismus sterben früh an Hautkrebs, vor allem wegen fehlender Sonnencreme. In ganz Sambia gibt es nur 5 Dermatologen. Die Regierung unternimmt einiges, um den Betroffenen zu helfen. Trotzdem leben die meisten in Isolation und Angst. Thomas Kruchem hat sich die Lage von Menschen mit Albinismus in Sambia näher angeschaut und mit Betroffenen gesprochen. Chunga, ein Armenviertel in Lusaka, der Hauptstadt von Sambia im südlichen Afrika. Vor einer rot getünchten Hütte sitzt Susan. Eine junge Frau mit sorgsam geflochtenem blondem Haar und großen, hellblau schimmernden Augen, die in die Ferne zu blicken scheinen. Eine Frau mit sehr heller Haut, die früh erfuhr, dass ihr Körper Geld wert ist. Ich weiß noch, wie vor vielen Jahren meine Stieftante aus ihrem Dorf nach Lusaka kam und zu meiner Stiefschwester sagte, weißt du was, dein Vater hat viel Geld im Haus. Und sie deutete auf mich. Ich weiß es noch wie heute, sie deutete auf mich und ich fragte mich, habe ich vielleicht Geld in der Tasche, das ich nicht sehe? Susan ist eine Frau mit Albinismus. Ihr fehlen Melanine, Pigmente. Ihre Haut, Haare und Augen sind extrem hell, sie ist sehbehindert. Albinismus ist ein Gendefekt, der rezessiv vererbt wird. Das heißt, nicht in jeder Generation kommt ein Kind mit Albinismus zur Welt. In Sambia sind mehr Menschen betroffen als in Europa. 10.000 etwa, einer von 2.000. Menschen, die auffallen in Schwarzafrika, wo wenige die Ursachen von Albinismus kennen. Die Folge: Verwirrung. Wie kann eine schwarze Frau ein weißes Kind gebären? Dahinter muss Böses stecken. Angst und Gerüchte verbreiten sich. Die Menschen werden diskriminiert und Aberglaube führt so weit, dass Betroffene manchmal sogar ermordet werden. Ihre Körperteile werden für magische Rituale genutzt. Für Rituale, mit denen traditionelle Heiler, Hexendoktoren, Menschen zu Reichtum verhelfen sollen, zu politischer Macht, zur Heilung von eigentlich unheilbaren Krankheiten. Menschen mit Albinismus, so der Aberglaube, ihre Körper besäßen Zauberkräfte, von denen andere profitieren können. Wer mit Albinismus lebt, sei für viele Afrikanerinnen und Afrikaner kein Mensch, erklärt Muluka Miti Drummond. Die selbst nicht von Albinismus betroffene sambische Menschenrechtsanwältin ist UN-Sonderbeauftragte für Albinismus. Die Leute entmenschlichen Personen mit Albinismus. Sie sagen, das sind gar keine Menschen, das sind nur Gespenster oder sonst wie nichtmenschliche Wesen. Wesen, die ich deshalb umbringen und deren Körperteile ich an Hexendoktoren verkaufen darf. Und tatsächlich haben wir in Sambia als Synonym für Menschen mit Albinismus das Wort Dalama, Geld. Du siehst einen solchen Menschen und denkst, das ist Geld. Auf den Straßen Chungas verkaufen Frauen unter Holzverschlägen Tomaten, Bohnen, Maniok, gebrauchte Kleider, Plastikgeschirr. Männer schreien an Särge, schweißen Schubkarren. In Susans Wohnquartier hinter einem Gittertor spielen Kinder in grauem Sand, Mütter waschen Kleider. Aus Susans Hütte treten 2 weitere junge Frauen mit heller Haut, gekleidet in bunte Wickelröcke und T-Shirts. Ihre Schwester Naomi, blind auf dem linken Auge, still wie in sich versunken. Und eine Freundin, die wir Rebecca nennen. Störrisch aufragendes Haar, zitternde Pupillen hinter fast geschlossenen Lidern. Ein sogenannter Nystagmus.
Ihr Leben und das ihrer Schwester Naomi hätten mit Liebe begonnen, erzählt Susan. Den Eltern sei ihre Hautfarbe egal gewesen. Sehr früh jedoch starb der Vater. Naomi kam zur Oma, Susan in die neue Familie der Mutter, wo drei Stiefgeschwister und der Stiefvater ihr das Leben zur Hölle machten. They wouldn't want to use the same cup that I used. Nie tranken sie aus einer Tasse, die ich benutzt hatte. Sie aßen auch nicht mit mir am Tisch. Ich sei verflucht, sagten sie, und sehe aus wie ein Gespenst. Tatsächlich fühlte ich mich auch nicht wie ein richtiger Mensch. Und wenn ich das meiner Mutter erzählte, begann sie endlosen Streit mit dem Stiefvater. Und ich war die Ursache. She would end up fights with my stepfather, so I thought maybe I was the reason for her predicaments. Ihre Mutter habe sie gleich nach der Geburt von sich gestoßen, berichtet Freundin Rebecca. Sie sei das Kind eines weißen Mannes, habe der Vater gesagt. Er habe sich eine andere Frau gesucht, aber das Kind mitgenommen. Es folgte, wie bei Susan, Terror in der Stieffamilie. When they served food on the dining table, they would serve me in the kitchen. Wenn sie sich zu Tisch setzten, schickten sie mich zum Essen in die Küche. Und frühmorgens weckten sie mich, ich solle putzen. Ständig warfen sie mir hässliche Worte an den Kopf und spotteten über meine zitternden Pupillen. Kam dann abends mein Vater von der Arbeit, sagte die Stiefmutter, ich hätte dies oder jenes getan. Und der Vater schlug mich, ohne zu fragen, was tatsächlich geschehen war. Irgendwann hasste ich ihn. Er war doch mein Vater und trotzdem versuchte er nie, mich zu verstehen. Mit vielleicht 7 fing ich an, fast jede Nacht zu weinen und zu grübeln. Warum hat meine Mama mich im Stich gelassen? Zuletzt habe ich sie an meinem 9. Geburtstag gesehen. Sie kam rein, drückte mir eine Karte in die Hand, sagte herzlichen Glückwunsch und ging. Die Schule wurde zu einer weiteren Herausforderung für Rebecca. In der Schule war ich das einzige Kind mit Albinismus und musste hinten sitzen. Wenn ich dann sagte, von dort aus sehe ich nichts, war die Antwort der Lehrerin, reiß halt die Augen auf, dann siehst du alles. Manchmal wollte ich gar nicht mehr zur Schule gehen, denn wenn ich nicht sehe, was an der Tafel geschrieben steht, was bringt mir dann der ganze Unterricht? Susan durfte vorn sitzen. Aber wie Rebecca konnte auch sie aufgrund ihrer Sehbehinderung die kleingedruckten Texte der Lehrbücher kaum entziffern. Auch ihre Lehrerinnen und Lehrer fühlten sich überfordert mit dem einzigen Kind mit Albinismus in einer 60-köpfigen Klasse. Susan durfte die Schultoilette nicht nutzen, weil andere Kinder fürchteten, sich anzustecken mit Albinismus. Niemand wollte mit mir zusammen sein. Ich war ausgeschlossen von allen gemeinsamen Aktivitäten. Einmal, das weiß ich noch, spielten wir Fußball, als die anderen Kinder plötzlich wie panisch von mir wegrannten und schrien, du siehst aus wie ein Geist. Weinend lief ich damals nach Hause und erzählte alles meiner Mama. I told mom about what happened at school. When I told her what was happening at school, I was like, Mom, at school they are calling me a ghost. Then she was like, meine Mama sagte dann, die anderen Kinder sind nur neidisch auf dich, weil du aussiehst wie Jesus Christus. Der ist genauso weiß wie du. Warum aber laufen dann die anderen Kinder von mir weg, fragte ich. Mit Jesus wollen doch alle Menschen zusammen sein. I don't understand, because everyone wants to be near Jesus. In der 9. Klasse brach Susan die Schule ab und because of the same situation, the discrimination and the endless fights between my stepfather and mom. Wegen des Terrors daheim und weil mein Stiefvater und meine Mutter dauernd wegen mir stritten, ging ich weg von zu Hause. Nach kurzer Zeit war ich war gerade 15, schwanger. Ich hatte halt eine Schulter gesucht, an der ich mich ausweinen konnte. Jemanden, der zu mir gehörte. Liebe. Susans Freund reagierte aggressiv auf ihre Schwangerschaft. Für einen Moment ballt sie die Fäuste. They told me you guys are cursed and having a child with you to be double the curse. Er sagte, auf mir liege ein Fluch, den ein Kind noch verdoppeln würde. Ich müsse abtreiben. Und wenn ich ihn je als Vater des Kindes erwähnte, würde er mich umbringen. Anschließend würde er mich auf dem Hof seines Hauses verscharren und niemand würde nach mir suchen. Weil ja, so ein weiterer Aberglaube in Sambia, Menschen mit Albinismus angeblich nicht sterben, sondern einfach verschwinden.
wie Gespenster. Den Drohungen zum Trotz weigerte sich Susan abzutreiben. I started selling some freezies in the street just for me to earn some money for my unborn child to buy some. Ich verkaufte dann auf der Straße Eislollis, um ein bisschen Geld zu verdienen für Babykleidung. Aber dieser Mann verfolgte mich. Und sobald er mich irgendwo mit meinem Eimer Lollis auf dem Kopf erblickte, stürmte er auf mich zu, stieß mich mit aller Gewalt zu Boden und ging weiter. Im 8. Monat war ich damals, mit einem dicken Bauch. Und ich fragte mich, warum hasst mich dieser Mann so sehr, obwohl ich doch niemandem seinen Namen genannt habe. Und die Leute denken, ich hätte mit vielen Männern geschlafen und wüsste nicht, wer mich geschwängert hat. Völlig auf sich gestellt bekam das 16-jährige Mädchen eine Tochter ohne Albinismus und gab sie, überfordert, zu ihrer Mutter. Die hatte sich inzwischen vom Stiefvater getrennt. Susan selbst lebte eine Weile auf der Straße, bis John Cheaty sie fand. Come in. Cheaty, 38 Jahre alt, glatt rasierter Kopf, dunkle Sonnenbrille, hat sein Büro im 3. Stock des Erziehungsministeriums. Sambias Präsident hat ihn zum Commissioner ernannt, zum Mitglied eines Aufsichtsgremiums für das nationale Schulwesen. Cheaty, ein Mann mit Albinismus, zählt gleichwohl zu den prominentesten Persönlichkeiten Sambias. Das war ihm keineswegs in die Wiege gelegt. Nach seiner Geburt verließ der Vater die Mutter, in der Schule wurde er diskriminiert, doch er konnte fantastisch singen. Und dann hatte John Cheaty ein Schlüsselerlebnis. At school, we had this body. A big guy, whom we used to fear. Wir hatten diesen Raufbold in der Klasse, einen muskulösen Kerl, vor dem alle Angst hatten. Eines Tages aber, als ich mit Freunden ein Lied sang, sah ich, wie dieser Raufbold dazu tanzte. Ein geiles Lied, sagte er. Und in diesem Moment entdeckte ich die Kraft der Musik. Wenn ich mit meiner Musik diesen gewalttätigen Kerl zum Tanzen bringe, dann kann ich auch anderen Menschen Frieden bringen. Mit meiner Musik, sagte ich mir, will ich der Welt zeigen, dass auch Menschen mit Albinismus ganz normale Menschen sind. John Cheaty erkämpfte sich eine Musikkarriere. Immer wieder sang er vor, bis ihn ein Producer unter Vertrag nahm. Seine teils selbst komponierten Lieder wurden im Radio gespielt und stießen auf Begeisterung. Lieder, die für soziale Anliegen und insbesondere die Rechte behinderter Menschen werben. Pure Verblüffung im Publikum dann, als John Cheaty zum ersten Mal live auftrat. Verblüffung, die er bis heute erlebe, sagt er spöttisch lächelnd. Ein so guter Sänger mit weißer Haut? Unmöglich. But when I start singing, they don't care. People don't care about me. Sobald ich aber singe, ist den Menschen mein Aussehen plötzlich völlig egal. Sie beginnen zu tanzen, sie versinken in der Musik, deren Macht sich unwiderstehlich entfaltet. Gute Musik, wissen Sie, ist wie ein großes Fußballspiel. Sie eint Menschen und die vergessen plötzlich, welche Hautfarbe der andere hat und woher er kommt. Sie genießen einfach die Musik. When a good song is playing, you just enjoy the music and that's it. I don't care where you go. I am strong. I am strong. I am worthy. I am worthy. John Cheatys Geschichte wurde für das Streaming-Portal Netflix verfilmt. Politiker suchen seine Gesellschaft und unterstützen seine kleine Selbsthilfeorganisation, die Albinismus-Stiftung Sambias. Eine Stiftung, die wie Cheatys Lieder aufklärt. Über die tatsächlichen Ursachen von Albinismus, über Vorurteile und Mythen. Dutzende Menschen mit Albinismus, berichtet John Cheaty, würden Jahr für Jahr ermordet in Sambia, weil man Teile ihres Körpers für tausende Dollar verkaufen kann. Cheaty und seine Selbsthilfeorganisation suchen deshalb Menschen mit Albinismus und bieten ihnen Schutz an. Menschen, die versteckt in dunklen Hütten entlegener Dörfer leben oder in den Straßen der 2 Millionen Stadt Lusaka untertauchen. Wie eine Zeit lang Susan. Oh,
Mr. John Chitty hat mich aus der Obdachlosigkeit geholt und mir ein Dach über dem Kopf besorgt. Er sagt dir ganz unverblümt, was du tun und was du nicht tun solltest. So wie ein fürsorglicher Vater oder eine Mutter. Ja, Mr. John Chitty ist für mich mein zweiter Vater. Schau in den Spiegel, hat John Chitty zu Susan gesagt. Lerne dich selbst zu lieben. Ich habe gelernt, mich selbst zu lieben. Deshalb setze ich meine Haut nicht mehr direkt der Sonne aus. Deshalb benutze ich Sonnencreme, wann immer ich sie ergattern kann. Ich trage einen Schirm und benutze sogar ein wenig Make-up. Und, oh Wunder, heute wirke ich auf viele Menschen selbstbewusst. Sogar Menschen, die mich früher mieden wie die Pest, suchen jetzt meine Nähe. Susan, du siehst schön aus. Ja, du bist wirklich schön. Einiges hat sich geändert in Susans Leben. Sie wird jetzt zu Schönheitswettbewerben eingeladen, gelegentlich als Model gebucht und trägt insoweit bei zu wachsender Akzeptanz für Menschen mit Albinismus, zumindest in der Stadt. Tief in Susan drin jedoch nagt weiter das Gefühl, von anderen Menschen nicht als Mensch akzeptiert zu werden. Das Gefühl, für viele nur ein fremdartiges Wesen zu sein oder, noch schlimmer, ein seelenloser Körper, der viel Geld wert ist. Muluka Miti Drummond, die UN-Sonderbeauftragte für Albinismus, versteht Susans Gefühle nur allzu gut. Viele Menschen mit Albinismus können keine zwischenmenschlichen Beziehungen aufbauen, die von Vertrauen geprägt sind. Die Gründe liegen auf der Hand. Immer wieder sehen wir Anschläge auf Kinder mit Albinismus. Und meistens sind Familienangehörige beteiligt. Der Vater, ein Onkel, manchmal auch ein Priester. Solchen Leuten sollte ein Kind eigentlich vertrauen können. Wächst dieses Kind aber auf, ohne auch nur den engsten Angehörigen vertrauen zu können, erleidet es zweifellos Schäden an seiner Seele. Da ist zum Beispiel die kleine Jemima, geboren 2017, als weißes Kind der schwarzen Helen Musonda. Helen lebt im Stadtteil Chongwe im Osten Lusakas. Eine nachdenklich und zugleich fröhlich wirkende junge Frau, die liebevoll ihren inzwischen 9-jährigen Sohn Jeremiah im Arm hält. Über ihre Tochter Jemima spricht Helen seltsam distanziert. Als mir die Hebamme sagte, ich hätte ein Albino-Kind zur Welt gebracht, war das ein Schock für mich. Nein, ein Albino-Kind konnte ich nicht akzeptieren. Und die Reaktion der Familie war noch schlimmer. Jemimas Vater verließ seine Frau und die Leute sagten, verkauf doch das Kind, dann hast du eine Menge Geld. Und ich empfand überhaupt keine Liebe für Jemima. Auch wegen der Leute, die mich völlig durcheinander brachten. Dieses Kind ist eine Gefahr für dich. Nur Böses, sagten meine Familie und die Nachbarn über meine Tochter. Und wenn ich mit ihr auf dem Rücken zum Markt ging, zog ich ein Tuch über ihren Kopf, dann konnten die Leute sie nicht sehen. Zu Weihnachten 2019, Jemima war gerade 2 Jahre alt, besuchte Helen Verwandte in einem entlegenen Dorf, fast 1000 Kilometer östlich von Lusaka. It was just around 21. Es war 9 Uhr abends, als es klopfte an unserer Tür. Wer da? Fragte ich. Polizei. Ich öffnete und 4 Männer standen vor mir. Einer zog mich aus dem Haus, die anderen rannten in das Zimmer, wo mein Sohn und meine Tochter schliefen. Wir suchen Drogen, sagte der Mann, der mich festhielt. Wo habt ihr sie versteckt? Hier gibt es keine Drogen, schrie ich. Sei leise, sonst erschieße ich dich, sagte der Mann. Und dann hörte ich meinen Sohn schreien. Mami, Mami, sie haben Jemima die Hand abgeschnitten. Die Täter wurden festgenommen. Wer sie beauftragt hat und ob sie je angeklagt und verurteilt wurden, weiß Helen nicht. Die kleine Jemima, die schwere Verwundung knapp überlebte, ist seit dem Anschlag in einem Kloster 25 Kilometer außerhalb Lusakas untergebracht. Sie kommt auch in den Ferien nicht nach Hause. Where she is,
There is security and protection. Wo meine Tochter jetzt ist, lebt sie sicher und beschützt. Hier in der Siedlung dagegen lauern alle möglichen Gefahren. Und ginge sie hier zur Schule, würde sie ständig diskriminiert und könnte sich nicht auf den Unterricht konzentrieren. Deshalb haben wir gesagt, Jemima ist besser aufgehoben dort, wo sie jetzt ist. Die UN-Sonderbeauftragte Moluka Miti Drummond kennt Jemimas Schicksal und das etliche anderer Kinder mit Albinismus. Kinder mit Albinismus sind in letzter Zeit besonders häufig Opfer von Anschlägen. Wahrscheinlich wegen des verbreiteten Aberglaubens, Körperteile unschuldiger Kinder erhöhten die Wirkung eines magischen Gebräus. Und dieser Aberglaube verbreitet sich weiter in Afrika. Nur wenige Ritualmorde würden aufgeklärt, sagt Miti Drummond. Viele Polizisten und sogar Staatsanwälte hätten Angst, von dafür Verantwortlichen verhext zu werden. Vor der Hütte in Lusakas Stadtteil Changu hat Naomi Tee gekocht. Sie und Rebecca hören zu, nicken, schütteln den Kopf. Das Reden überlassen sie Susan, die einmal plötzlich verstummt. Die blassblauen Augen scheinen noch weiter in die Ferne zu blicken als zuvor. Was sei ein Leben ohne die Gewissheit, als Mensch von einem anderen Menschen geliebt zu werden, fragt Susan leise. Sie bete dafür, das zu erleben, was John Humansa erlebt, trotz seines Albinismus. Einen Steinwurf von der Hütte der drei Frauen entfernt, steht John vor seinem hellblau getünchten Häuschen. Kopf und Augen verschanzt, hinter Sonnenbrille und rotem Schlapphut. Er wirkt verstört und misstrauisch. Not everybody who calls you friend is your friend. Nicht jeder, der sagt, er sei dein Freund, ist auch dein Freund. In Chipata im Osten Sambias zum Beispiel wurde vor kurzem ein Schreiner mit Albinismus in ein Haus gerufen, er solle etwas reparieren. Kurz darauf fand man seine Leiche. Ohne Arme und Beine, ohne Augen, Zunge und Geschlechtsteile. Parts removed, no eyes, no tongue, private parts removed. Vor kurzem hat John, der einen Highschool-Abschluss besitzt, wieder mal einen Job als Lagerverwalter verloren. Wegen seiner Sehbehinderung. Bitter schüttelt er den Kopf, als eine schlanke junge Frau aus der Hütte tritt. Eine Frau mit leuchtenden Augen, die liebevoll auf das 4 Monate alte Baby in ihrem Arm blickt und dann auf ihren sauertöpfisch dreinschauenden Mann. Sie legt ihm den Arm um die Schultern und schon beginnt John zu lächeln. Die Stimme Emma Wanzers klingt ernst und entschlossen. Some people would ask questions like, how do you manage? Wie kannst du mit einem solchen Mann zusammen sein, haben mich die Leute gefragt. Wie kannst du mit ihm leben? Ich aber habe John schon immer akzeptiert. Ich liebe ihn. Ich kenne ihn seit langem. Was die Leute dazu sagen, ist mir egal. Und wenn sie ein Kind mit Albinismus bekäme? Warum sollte ich ein Kind, das so aussieht wie John, nicht akzeptieren? Das ist ein Problem nur für meine Schwestern. Die haben gesagt, oh, sie kann doch nicht einen solchen Kerl heiraten, weil was für Kinder würde sie mit ihm haben? What kind of children would they be having? Are you getting more children in the future? Are you planning to get more children? Wünscht sich Emma weitere Kinder? Yes. Yes. Als bei den drei jungen Frauen das Gespräch auf John kommt, schreckt plötzlich Susans Schwester, die stille Naomi, auf. Sie stellt ihren Tee hin, ihr Körper strafft sich. Johns Glück macht mir Hoffnung, dass auch ich irgendwann Liebe finde. Sein Glück gibt mir die Kraft zu glauben, dass es dort draußen Menschen gibt, die nicht auf deine Hautfarbe oder deine Behinderung schauen. Menschen, die ganz ohne Hintergedanken auch in dir einen Menschen sehen. Susan blickt bitter lächelnd auf ihre ältere Schwester.
Wir Menschen mit Albinismus trauen niemandem, weder unserer Familie, noch Freunden, noch unserem Partner. Ich habe, wissen Sie, mitbekommen, wie der Ehemann einer Frau mit Albinismus deren Körper für Rituale verwendete. Vor so etwas habe ich Angst. Ja, nur allzu gern wäre ich verheiratet und hätte Kinder mit meinem Mann. Aber da ist diese tief sitzende Angst in mir. I think it's high in me, so. Immerhin, sagt Naomi, haben wir uns. Ich habe euch und ihr habt mich. Sagt und umarmt Susan, die nun etwas verlegen, aber selig lächelt. Den tadelnden Blick einer über ihre Wäsche gebeugten Nachbarin scheinen die beiden gar nicht wahrzunehmen. Einander haben, das heißt für Susan, Naomi und Rebecca, vor allem auch, sich in John Chittis Stiftung für Albinismus zu engagieren. Sambias Regierung tue einiges für Menschen mit Albinismus, meint Kamima Nguni, Regierungsberater und Leiter einer Behindertenhilfsorganisation, die eng mit John Chittis Stiftung kooperiert. Nach einem neuen Gesetz stuft Sambia Menschen mit Albinismus jetzt als behindert ein. Sie sind erstens sehbehindert, sie haben zweitens ein hohes Hautkrebsrisiko und werden drittens in ihrem sozialen Umfeld regelmäßig drangsaliert, von ihren Familien vernachlässigt und so weiter. Sambier mit Albinismus hätten seit kurzem Anspruch auf inklusive Schulerziehung, berichtet Nguni. Rituale mit Körperteilen von Menschen seien ausdrücklich untersagt. Nun müsse die Regierung dies auch im ländlichen Raum durchsetzen und dort traditionelle Heiler, Hexendoktoren, streng in die Pflicht nehmen. Ein anderes, vielfach unterschätztes Problem: Menschen mit Albinismus schweben in großer Gefahr, an Hautkrebs zu erkranken. Susan, Rebecca und Naomi kennen viele Fälle, zum Beispiel den ihrer Freundin Beatrice. Es begann mit einer kleinen Wunde. Als die immer stärker juckte, ging Beatrice in die Ambulanz des Krankenhauses in Solvesi. Der Arzt dort öffnete die Wunde und sagte, sie solle nach einem Monat wiederkommen. Da war die Wunde schon deutlich größer geworden. Der Arzt aber wusch sie nur aus und gab der jungen Frau Paracetamol gegen die Schmerzen. Noch zwei Monate später hatte sich die Wunde schon tief ins Fleisch hineingefressen. Das Fleisch verfaulte geradezu. Jetzt erst schickte man Beatrice ins Universitätskrankenhaus in Lusaka. Oder, genauer gesagt, wir fanden die Adresse des Krankenhauses auf Facebook und brachten Beatrice nach Lusaka. 3-4 Monate wurde sie hier behandelt. Aber es war zu spät. Als Beatrice starb, hinterließ sie ihren Mann und 4 Kinder, das jüngste 2 Jahre alt. She got treatment for almost 3-4 months, but it was too late. That's how she died, leaving behind the husband and 4 kids. The youngest was 2 years old. Sambias Gesundheitswesen sei mit der extrem hohen Hautkrebsprävalenz bei Menschen mit Albinismus völlig überfordert, sagt an der Universitätsklinik von Lusaka Professor Richard Matembo. Einer von gerade 5 Dermatologen in Sambia. 60-70% der Patienten, die wir sehen, haben bereits schwere Komplikationen und sterben, bevor wir mit der Chemotherapie beginnen können. Überhaupt sterben die meisten Menschen mit Albinismus nach unseren Beobachtungen, bevor sie 40 sind, an Hautkrebs. Ein Massensterben, das mit Sonnencreme leicht vermeidbar wäre, meint Professor Matembo. Sonnencreme aber sei in Sambia kaum verfügbar. Und wenn, dann sündhaft teuer. Die Creme werde zudem kaum, wie gesetzlich vorgeschrieben, kostenlos an Menschen mit Albinismus verteilt. Eine Mitverantwortung, meint der Dermatologe, trägt die Weltgesundheitsorganisation WHO. Die WHO hat 2005 Sonnencreme von der Liste essentieller, also unverzichtbarer Medikamente gestrichen. Disability inclusion, hey, living no one behind.
Disability Inclusion, einem Song von John Cheaty, der in dem Beitrag zu Wort gekommen ist, endet die Reportage von Thomas Kruchem zum Umgang mit Albinismus in Sambia. Morgen spielen wir eine Geschichte über beunruhigende Tendenzen in Georgien. Mit neuen Gesetzen bringt die Regierung die Demokratie in Gefahr. Für heute sagt David Engelbuzeder im Namen der Journal Panorama Redaktion vielen Dank fürs Zuhören.